Hi! Okay, dann machen wir aber auch komplett Top 6 noch, ne? Ja. Okay, dann haben wir noch Komori Lele. Ja. Hof ist Marley. Das ist jetzt Winners Final? Nee. Achso, was? Ist Grand Final vom Amateur Bracket. Ach, vom Amateur Bracket, genau. Auf jeden. Und Winners Final hier ist Magic gegen G-Pulse, was sehr funny ist. Ja, okay. Weil Magic hat Komoro upsettet. Ja. Und Ofis hat Dario und Lele upsettet und wurde dann halt von Magic ins Losers gehauen. Und ja. Magic deswegen halt jetzt Winners Final gegen G-Pipes. Damn. Ja. Auf jeden Fall von Ney. Jo. So, dann gehe ich mal auf den manchmal den Chat auf für uns. Mach das. Du bist nicht NRW-Mann. Nee, ich bin nicht NRW-Mann. Ich bin die junge Ulle. Aber wir haben mehr Viewer als Spino. Das ist doch schon mal was. Das ist okay, und es geht los. Oh, damn. Okay, alles klar. Amateur Bracket Grand Finals. Leute, ich bin Dennis, Jan Ulrich. Da neben mir ist Janbo. Und wir haben Gorf gegen Sean Wayne. Das war schon das Winners Final. Und da hat Sean Wayne 3-0 gewonnen. Oh, damn. Okay, krass. Gorf, ein up-and-coming Player. Er kommt eigentlich aus Hessen, aber ist jetzt in Berlin erstmal auch indefinitely, nach allem, was ich gehört habe. Ah, okay. Er ist so seit 1-2 Monaten hier und Sean Wayne, natürlich ein Ur-Berliner, ein Kreuzberger, aber er kam, also ich glaube nicht Ur-Berliner, er ist eigentlich aus München. Ah, okay, aber er ist schon lange hier. Schon eine ganze Weile, ja. Also ich kenne ihn auch als Berliner Smash aus. Ja, voll. Aber ich glaube, er ist ursprünglich aus München, aber da hat er noch kein Smash gespielt, glaube ich. Ja, das ist fair enough. Ja. Und die haben, wie gesagt, im Winners Final, das waren 3-0, aber Sam, also Sean Wayne, vielleicht nenne ich ihn manchmal Sam. Das ist okay. Der hat sehr viele Jahre nicht auf dem Turnier competed. Also der ist hier das erste Mal auf dem Turnier seit Corona. So, ne? Ja. Und er und Iffy, der auch im Bracket war, im Arcadian Final Bracket, die sind zusammengeteamt. Genau, und Team Schwiffy. Und die sind Mitbewohner. Die kennen sich, glaube ich, von der TU, wo sie beide studiert haben. Hallo Tufkap, schön, dass du da bist. Oder wo sie immer noch studieren, ich bin mir nicht ganz sicher. Und genau, die sind Mitbewohner, die wohnen in Kreuzberg in der Sender heißen WG und die machen immer so, die machen so Money-Matches darum, wer so den Abwasch machen muss und sowas. Ne? Deswegen, das ist so dieser Smash-Dream quasi. Es ist wirklich so. Und Sam ist halt nie komplett out of practice, aber auf jeden Fall hat er so, also er hat lange kein Turnier gespielt, das kann ich euch versichern. Ja, auf jeden, okay. Aber dafür... Danke, Julian. Wir haben Berliner Luft bekommen, weil es gibt kein Arcadian in Berlin ohne Luft, natürlich. Vielen Dank. Wir müssen es gesponsert kriegen. Ich glaube, Jonas hat dir mal geschrieben, die haben nie geantwortet. Schweine. Ja, das passt schon. Glaube ich. Club Mate, Brauerei Löser müsste uns eigentlich auch sponsern, aber ihr wisst, wie es ist. Ja. Sterni, anyway. Sterni sowieso. Sterni haben wir schon mehrmals geschrieben, die sponsern so etwas nicht, haben sie gesagt. Oh, also fucking Dr. Oetker, ich sag's, wie es ist, Alter. Gönnst du Dr. Oetker? Ja, Dr. Oetker hat die vor ein paar Jahren gekauft. Ah, okay, ja. Oh shit, der Gangster Laser und das kostet ihn. Das kostet ihn dearly. Direkt gepunished. Okay, Jambo, was ist dein Call für dieses Set? Ja, zum Wohl, weiß ich nicht, aber... Zum Wohl, Jonas. Zum Wohl, Jonas. Ah, das war eine bekömmliche Luft. Ich darf nicht so viel trinken, ich muss morgen spielen. Das ist immer der Struggle. Ich hatte schon 2 Luft und 3 Pilz und ich glaube, ich muss jetzt mit dem Trinken aufhören, weil ich will morgen auf jeden Fall ready sein. Ja, das kann ich verstehen. Das hält immer ein bisschen die Pain, wenn man am nächsten Tag noch spielen muss. Voll. Oh, let's go. Okay, Gorf mit dem Edgehog, clean. Ja. Das, du musst dir vorstellen, dass die beiden spielen relativ solid auf jeden Fall. Es gibt definitiv. Es gibt Communities in Deutschland, da würde man sich die Finger nachlecken nach solchen Spielern. Das hier ist unser Amateur-Bracket Grand Final vom Arcadian. Ja, das ist true. Berlin ist so deep. Also ich bin mir sicher. Okay, sicher bin ich mir nicht. Aber in Bremen wären beide safe Top 3. In Bremen wäre das auch Grand Final, könnte sein. Wer ist denn der Beste in Bremen gerade? Aktuell würde ich sagen Vex. Au, Vex ist in Bremen. Wobei Sony. Ah, Sony ist auch in Bremen. Nice. Ja, aber der war ja ein bisschen AFK, sag ich mal. Ja. Warum ist der nicht hier? Was passiert? Aber der hat jetzt auch wieder ein bisschen angefangen. Keine Ahnung, Bremen generell einfach so ein bisschen am Schlafen einfach, sag ich mal. Okay. Die Leute haben nicht so... Wobei doch Oki travelt auch ab und zu mal, so ist das nicht. Ja, true. Oh shit, die Upsmash, ich glaube, das war nicht, was er wollte, aber er kriegt das Follow-up weiterhin. Junge, das war sick. Gorf hat den Rejump noch und kann Sam austricksen. Sam geht an die Ledge, während Gorf über die Plattform recovert.
und die Backhand trifft noch ganz hoch und das könnte das erste Game sein. Oh mein Gott, er kommt einfach wieder. Oh yeah, dieses erste Game ist schon so, oh mein Gott, das könnte sein. Ja, das könnte es wirklich sein. Wenn er sich jetzt ranhängt. Er hat keinen Jump mehr. Er hängt sich ran und das ist das Game 1 für Goff. Let's go, Alter. Oh, Xeno im Chat, Goffs Kumpel, auch aus Hessen. Xeno war vorhin auch hier, er ist jetzt schon zu Hause, nur um Goff anzufeuern. Ja, das ist richtig gut. Und wir sehen in der Crowd Julian, Michael, D-Rusty. Let's go. Hallo Julian. Hallo Marius. Hallo Brian. Hallo Domme. Domme guckt gar nicht hin. Domme guckt, glaube ich, auf den Stream. Jetzt guckt er hin. Aber ja, auch jetzt mit ist einem er Auge, da. Weil das andere voll beschlagen ist. Und die anderen, wir sehen im Hintergrund, bereiten sich vor, auf was ihnen noch bevorsteht. Ja. Weil wir haben noch danach die. Das Main Bracket. Main Bracket Top 6, ja. Das wird auch Hype. Jetzt hier der Runback auf Battlefield. Ja, Sam sagt sich, das will ich eigentlich nicht verlieren. Dann gehen wir nochmal zurück. Auf jeden Fall verstehen. Ja. Also gerade als Marv fühle ich Battlefield auch sehr, muss ich sagen. Aber er kriegt die Airsmash zum Edgar, er hat die Downer nicht bekommen. Oh, wow, was für eine nice. Klatsche Back Air. Der erste Stop. Ja. Ausrufezeichen Clip in den Chat, Leute. Wenn ihr wollt, dass das für die Nachwelt hinterlassen wird, Ausrufezeichen Clip in den Chat. Der schöne Edge-Cancel hier. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Okay, alles klar. Goff lässt sich immer relativ leicht cornern von Sean Wayne, aber er kriegt ihn gut reversed in der Cornheimer. Okay, ja. Da haben wir einen Up-Throw, aber er kriegt kein Follow-Up und Goff wieder mehr Damage. Je mehr Damage er on-tacken kann hier auf dem Stock, desto mehr Value hat er halt, wenn er in seinen zweiten Stock geht. Oh. Ja, definitiv. Ich meine, das ist ein bisschen wie zu sagen, im Winter ist kalt, aber das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Nee, eben. Oh mein Gott. Macht hier auf jeden Fall schon wieder einiges an Schaden. True. Und Goff, ja, er sieht ready aus. Goff hat F-Smash. Oh shit! Ja, safe hätte schon Wayne einfach F-Smashen können. Ja, ich glaube, er hat einen Jab gemacht. Ja. Oh. Und Goff ist schon wieder, genau Goff, wie er das letzte Game beendet hat, ist ja Goff ready. On fire hier. True. Und das im Winners Finals war das ein 3-0? Ja, voll. Für Wayne. Ja. Sheesh. Und ich hab Goff gefragt in der Stunde, die wir gerade Pause hatten. Wie sieht's aus? Hast du dich vorbereitet? Wie sieht's aus? Glaubst du, du kriegst den Runback gegen Salmon? Und er meinte so, naja, ich habe Riggs geschrieben, was macht man gegen Marvs, die immer meine Laser-Power schielen? Und er hat nicht geantwortet. Also Riggs, Callout an der Stelle, du hättest Goff vielleicht ein bisschen was erzählen müssen. Andererseits, aber anscheinend auch nicht, hat er es vielleicht auch einfach gar nicht nötig. Ich wollte gerade sagen, Goff scheint schon ziemlich ready zu sein. Es sieht wirklich gut aus für ihn gerade. Also ich weiß nicht, ob er sich einfach nochmal die Wots angeguckt hat in der Pause oder wirklich? So. Wirklich, bei dem geilen Curry von Heide, Luma und Fabio und Anni. Ja. Oh mein Gott, er war so nicht ready. Sehen wir Liegestütze? Richtig, richtig gebaitet. Oh, true, sehen wir Liegestütze. Muss Sam noch jemand erzählen. Sam war so lange nicht auf Turnieren, dass er gar nicht weiß, dass man bei Forstock Liegestütze machen muss. Ja, true. Und das muss er jetzt auch nicht, denn das ist der erste Stock für Sam im Match. JV-Gestütze? Das hat Maxi vorhin gesagt. Nice. Ja, beide haben Waveland verkackt. Simultan, eigentlich ganz funny zu sehen. Ja. Da spricht das Amateur-Bracket aus dem. Ja, da kann man auch mal ein Waveland verscheißen. Ist so. Okay, schöne Up-Air, um ihn halt aus dem Stil zu pushen. Also, gerade wenn es beide machen, ist das halt auch fair. Ja, voll. Oh, und die Back-Air und Sam hat keinen Sprung. Aber er kommt trotzdem wieder. Oh, und Laser F-Smash. Direkt gekombot. Also. Und das ist das Game. Game 2 geht auch an Goff. Restock, hallo. Cleaner Freestock. Okay, wir haben ein bisschen Klatschen im Hintergrund von Alex und Dario. Da hinten rechts im Bild Dario und Alex, die zugucken. Team Wiegen. Rights und KI7, unsere Boys. Jetzt haben sich Heide und Koro auch noch dazu gesellt. Koro ist vielleicht ein bisschen zu groß. Aber die haben noch TMP bei ihr Tag, Team Tag. Stimmt, ich weiß gar nicht, wofür das steht. Das weiß ich halt auch nicht. Das wird schon irgendeine Bedeutung haben. Ja. Da bin ich mir sicher. Ja, Koro und Heide haben sich gerade ein bisschen damit schwer getan, dass die Stühle zusammengeankert sind, damit man halt nicht die ganze Zeit die rumschiebt, weil wir haben alles so sehr gut geplant, so outgespaced und so. Ja. Okay. Man muss halt schon sagen, dass die Power Shields auf jeden Fall schon ganz gut sitzen bei Sam, ja. Bei Sam, genau. Ich find's abgefahren, dass Sam nicht einmal auf FD geht. Das ist true. Er musste im Winner Bracket ja noch nicht counterpicken, aber jetzt counterpickt er wieder zurück auf Battlefield und dann auf die Pokémon Stadium. Schon ein bisschen questionable tatsächlich. Ja, voll. Shoutouts übrigens an Berlin Smash. Shoutouts an Jonas, der diesen nice Hack gemacht hat, wo Pokémon Stadium das Logo von Berlin Smash in der Mitte hat. Sein Controller und der Schriftzug Berlin Smash. Was will man denn mehr? Da sind wir nämlich genau da, wo wir sein wollen. Ja. Generell Shoutouts an Jonas für den Auf Stream. Auf jeden Fall. Shoutouts an Jonas für den Stream. Sich den ganzen Tag den Arsch wund geackert hier, damit der Stream so schön ist, wie er eben ist. Ja. Und Goff kommt zurück, aber Sam kann ihn outdash-dancen, aber mit einer Nair.
trifft man selten seinen Gegner mit Marv, sag ich mal. Der Nair ist immer sehr gut abwartbar. Auf jeden Fall. Generell, du bist ja Marv-Main. Hast du, hast du ein paar Gedanken zu dem Matchup? Weil ich bin ja, ich war Falco, weder Marv noch Falco-Main jemals. Ja, deswegen. Falco, ich hasse Falco. Oh, okay. Ja, keine Ahnung, ich mag das Matchup nicht so gerne. Muss ich sagen. Mhm. Weil, keine Ahnung, Falco geht einem einfach auf die Eier. True. Die Laser, also es kommt aber auch sehr auf den Falco-Spieler an, muss man sagen, weil es gibt manche, die halt viel lasern, es geht halt ein bisschen mehr auf den Sack, aber... Ah, ich glaube, da wollte er eigentlich eine Nair machen und hat eine Dash-Attack rausbekommen. Jetzt schon wieder eine Dash-Attack, aber diesmal war Sam nicht ready dafür. Kein Shield-Grab, ab er und das ist der Stop und tot gleich. Aber da hätte ich auch gedacht, dass er da, da hätte er auf jeden Fall Zeit gehabt zu grabben. Er hat sich weiter pushern lassen, aber wahrscheinlich war er einfach unter Druck. Und denn so... Manchmal ist man einfach so gepressured, dass du dann auch nichts mehr hinkriegst. So. Er zwingt dich dann irgendwas, was zu machen, was du eigentlich gar nicht machen wolltest. Ja, ja, so, eben. Ja. Irgendwie, ich habe das Gefühl so, wenn dein Gegner so ein bisschen einen Dreh raus hat, was dich, also persönlich das Spieler gegen Spieler-Matcher machen geht. Ja, auf jeden. Dann kann er so, dann macht er so Sachen, die triggern bei dir Sachen, wo du gar nicht weißt, aber aus irgendeinem Grund ist das bei dir getriggert einfach, dass du, das ist deine Response auf diese Aktion. Ja, ja. Dann muss er, dann macht er das und dann triggert er genau diese Aktion und dann bist du so, ja okay, dann mache ich jetzt das und dann ist er genau da, wollte ich sagen. Ja, genau, dann bist du... Dann wirst du einfach kaputt gemacht. So. Diesmal trifft die Backhand Sam mit einem sehr geduldigen Air Dodge auf die Stage und Gorf war nicht ready dafür. Er denkt, okay, Sam macht seine Abi und dann ist das das. Oh, aber nein. Oh mein Gott, okay. Ja, es ist Marv. Da ist der. Oh mein Gott, Gorf mit dem Tournament Winner Headshot. The fuck? Let's go. Und er holt sich die Führung in diesem Game zum ersten Mal in Game 3 hier. Bisschen zu late. Okay, ja, und das ist der Stock, na klar. Das der wird geschlitzt. Schöner Ledge-Dash F-Smash. Geschlitzt und gerippt wird hier von dem Marv, na klar. Ist so. Ja, ja, let's go. Forward throw, down tilt, ja. Oh, der Short. Oh, der Mid-Short. Oh mein Gott, der Mid-Short hat ihm den Arsch gerettet und dann hat er den Laser noch. Wirklich so. Nice. Ey, voll. Gorf dreht hier wirklich auf. Ist so. Also das Winners Final Set war super one-sided auch, ne? Ja. Das hier, Gorf, sieht wirklich aus, als hätte er, als wäre er ein komplett anderer Spieler. Ja, und noch eine Abwehr. Er hat sich Safety Bots angeguckt. So. Auf jeden Fall, ja. Er hat mit Riggs nochmal kurz gequatscht. Weißt du Bescheid. Ja. Und Riggs hat, so, hat ihm so den Mr. Miyagi-Play gegeben. Er sagt gar nichts. Ja. Du weißt, was zu tun ist. Ja, genau. Du weißt schon, was du machen musst. Riggs wird da, ich 100% das... Oh nein! Oh no! Und Sam mit dem SD! Es könnte hier ein Reset geben, totgleich. Letzter Stock für Sam. Es ist der Winner Bracket Stock jetzt. Der 3-0 Reset wäre schon. Das wäre eine ganz schöne Ansage. Definitiv. Also nach einem 3-0 von Wayne hier im Winners Final ist es natürlich. Wäre jetzt 3-0 Game Set 1 schon sick. Das wäre wirklich verrückt, ja. Aber okay, Gorf kriegt sein Opening, kriegt den Update natürlich nicht, weil er auf der Plattform landet. Deswegen der Counterpick, natürlich. Die Plattform. Das war ein guter Game. Oh, und das könnte sein. Oh, die Forward Air. Und. Oh, der Tank, Digga! Und er kommt zurück! Oh, er kommt zurück! Und Doppel-Laser von der letzten Mal wieder. Sam wieder nicht ready. Oh, und die Forward Air. Und er kommt die F-Smash. Nein, er geht auf die Plattform. Aber Sam war diesmal ready dafür, dass er auf die Plattform geht. Hat diesmal nicht geletscht. Das war die falsche Richtung. Oh, da kommt die Approaching Nair. Wir haben noch drüber. Oh, Scheiße! Oh mein Gott, oh Gott! Er macht nicht die Double Dips, er macht Down Air zu Back Air. Tippt mit den Laser noch und das Ende! Grand Final Reset 3-0 für Gorf! Sheesh! Let's fucking go! Oh mein Gott, ich bin mir auch so sicher, dass Sean Wayne, anstatt runter zu springen, Down B, hätte er einfach runterspringen Down Air machen können. Natürlich, vielleicht hat er den kleinen Roten mit dem großen Grünen verwechselt. Das passiert manchmal. Aber. Wow, okay. Und Gorf also relativ unberührt. Man kann das halt schon manchmal machen mit der Down B runterspringen. Aber das machst du eigentlich, ich weiß nicht, gegen Falco auch eigentlich eher nicht so. Ich mach das manchmal gegen Fox, wenn er halt so komisch covert. Oh, Dicker, Riggs ist im Chat. Riggs, damn, let's go. Der Gorf nicht geantwortet hat zwischen den Sets. Jetzt ist er im Chat, um zu sagen, der Mr. Miyagi Play geht auf. Ich sag ihm einfach nicht, was er machen kann und dann wird er es schon holen. Ja. Okay, Sean Wayne mit dem Farben-Counterpick. Jetzt der rote Marv, den habe ich noch nie an ihm gesehen. Er spielt immer den blauen. Immer. Ah, okay. Ja, das ist jetzt der Bloodshed vom letzten. So ist es. Er wurde komplett voll geblutet. Ja. Von sich selbst aber. Ja, natürlich so. Das ist halt sein eigenes Blut. Aber vielleicht ist das halt jetzt der Redemption-Arc. So. Ja, voll. Es ist keine Anime auf jeden Fall, was hier abgeht. Schon. Oh, Dumont ist auch im Chat. Was geht, Dumont?
Ja, Mann, Goff auf jeden Fall mit einem sehr guten, mit dem 3-0 hier für den Grand Final Reset. Er hat im Winners, falls du noch nicht da warst, Dumont, er hat 3-0 verloren im Winners, im Winners Final. Hat sich dann durchs Loser Bracket gekämpft gegen Michele. Das hast du vorhin an der Ledge vorbei. Damn, okay. Ich hätte aber auch gedacht. Oh, das hätte es auch nicht sein können, aber Goff war nicht ganz ready dafür. Sean Wayne hätte, glaube ich, auch einfach von der Ledge runtergehen, Rejump Back Air machen können, um ihn zu killen. Mhm. Aber Goff hatte sich gedacht, ich fast voll und sterb trotzdem. Ja, so ist es manchmal. Aber ich meine, manchmal ist das so. Es ist wieder totgleich, unser Boy Goff konnte ausgleichen, keine Frage. Ja. Oh, na, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also im Moment sieht es aus, als würde Sam die ganze Zeit so Strays catchen, so, ne? Ja. Oh mein Gott, die F-Smash, was für ein Tech-Read. Oder Note. Oh, let's go! Holy fuck, okay. Und das war ein sehr, sehr early Kill für Sean Wayne hier. Aber er ist immer noch totgleich. Aber ausgeglichen jetzt hier. Aber alles, was Goff an Vorteil rausholen konnte in dem Stock, wo er wirklich sehr, sehr solid gespielt hat, immer nur so Stray-Hits genommen hat, vielleicht mal eine Two-Hit-Conversion genommen hat, und Sam die ganze Zeit outplayed hat, das ist jetzt alles wieder zunichte gemacht von diesem Gimp, den Sam da auf ihm gelandet hat. Ja, definitiv. Weil Goff einfach offstage overextended hat und mit Falco immer sehr gefährlich offstage overextended, wenn du nicht ganz sicher bist. Weil Falco Recovery ist einfach bad so. Ja, so ist es leider. Ey, was geht? Laber nicht, ist auch am Start, Alter, der Boy. Let's go. Ja, Chat, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr mit dem Grand Final Reset vom Amateur Bracket dabei seid, weil das ist wirklich fucking hype. Ist halt wirklich nice hier. Sam hat im Winners Final 3-0 gewonnen, ohne Probleme. Und jetzt zeigt Goff mal richtig, wo der Frosch die Locken hat. Oh! Nein! Und hat er sich gerecht für den Gimp im letzten Stock? Ist so. Hat den Sprung. F-Smash, Digga. Boah, mach doch F-Smash. Mach doch da F-Smash. Sam hat keine Ahnung, wie er edgeguarden soll. Er ist so voll überfordert von all den Optionen, die er hat, wenn der Falco direkt in der letzten Upbeat startet. Und er so. Ich könnte jetzt alles machen. Vielleicht probiere ich gar nichts zu machen. Ja, oder Jab. Ja, genau. Wenn er nicht Side B macht oder so. Wenn du so overwhelmed bist von deinen Optionen und dann so irgendwie gar nicht weißt, wofür du dich entscheiden sollst, und dann ist es auf einmal zu spät und du so, fuck, Jab? Oh, okay. Ja. Ja. Oh. Und Sam schafft es nicht, den Downtilt zu machen. Die Down-Air meinst du? Ich glaube, ein Downtilt hätte geklappt, aber der hat eine Down-Air probiert. Ja, okay, I get it. Oh, aber die Upbeat, das könnte es sein. Nein, Goff hat noch den Rejump und alles. Und die Nair, wie wir schon im ersten Set besprochen haben, hilft nicht unbedingt, denn diese Back-Air, aber er hat seinen Sprung zurück. Er hat den Sprung nicht zurück! Das ist das Geld! Oh mein Gott, Goff! Mach doch Back-Air, Digga! Der Tag war unnötig, aber er war Hype. Und Goff auf 214 mit Falco gegen Mars. Die Sache ist, Sean Wayne hätte den Stock gerade schon wieder easy haben können. Voll. Weil er hätte da einfach Back-Air an der Edge machen können. Und dann holt er sich das mit der Nair. Aber er macht es so. Jetzt ein Gimp, Digga. An der Edge stehen, grabben, Backthrow. Nee, das wäre ein Statement. Aber Goff ist ready. Goff sagt, ja, Goff kennt ich will da nicht rein. Ich schieße jetzt diese verschissenen Laser, solange bis du kommst, mein Freund. Ist so. Halt auch das, was man machen sollte als Falco. Oh, der Downtail! Oh, der Downtail, Digga, ja, nice. 1-0 in Grand Final Set 2 für Goff. God damn it. Yo. Guck mal, Goff und Marius. Marius direkt hinten links hinter ihm. Oh ja, die. Unison in Pulloverfarben, ja. Ist so. Geil. Goff auf jeden Fall auf seinem Pullover-Swag. Sam aber auch mit einem nicen Cardigan. Man kann nicht meckern. Dieses Amateur-Grand Final hat auf jeden Fall fashion-technisch abgeräumt. Ja, definitiv. Und da sind wir jetzt wieder auf Sams Counterpick Pokémon Stadium. Kein FD hier. Er fühlt sich wahrscheinlich nicht so confident. Es kann gut sein, ja. Aber ich weiß nicht, Mann. Ich glaube, die Plattformen helfen ihm halt weniger, oder? Ja, es kommt halt immer ein bisschen drauf an, so auf den Playstyle. Weil manchmal ist Plattform gegen Falco auch ganz nice, um sich gegen Laser zu schützen. Allerdings kann Sam ja auch ganz gut Power Shielden, deswegen weiß ich auch nicht so, warum er das denn so macht. Deswegen. Oh, guter Tech Chase hier aber. Wollte die Reverse Back Air treffen, hat sich aber nur normal getroffen und das natürlich schlecht dann. Ja. Hat Goff auf jeden Fall auf eine Menge Damage gehauen, aber dann fängt die Marfaites auch wieder an. Wenn Marv seinen Spacey-Gegner, oder eigentlich fast egal welchen Gegner, über 120, 130, 140, 150% hat, dann wird es natürlich schwierig, ihn zu killen, weil er gar keine Kill-Setups mehr hat. Ja, er muss dann wirklich so einen dicken Hit converten, einfach in so, also er muss so eigentlich... Man muss irgendwie irgendwas readen oder so, wenn genau. So ein F-Smash triffst oder sowas. Oder? Oh, und das muss es sein, oder? Ja, das sollte es sein, ja. Das ist es. Sam geht in Führung hier in Game 2. Der Pokémon Stadium Counterpick zahlt er sich endlich aus. Es sieht nicht ganz danach aus. Okay, er wird geedgeguardet jetzt vom Goff. Schön Kommt drauf an, was er jetzt halt noch so hinkriegt, ne? True. Und Goff wieder, er nimmt sich halt wieder... Nicht so O'Connor, ne? Yo. Goff nimmt sich wieder Stage, aber dann overextendet er so ein bisschen in der Recovery. Und Downthrow.
Downhill, diesmal ist er ready. Und er macht eine Down-Air, aber viel zu spät. Ich glaube, ja. Er hätte noch einen Counter machen können fürs Setup. Ja, auf jeden. Aber alles an extra Damage, was ihr kriegt, ist natürlich Gold wert. 57 extra Damage. Es ist definitiv nicht bad. So. True. Da kriegt er den Grab nicht. Er macht aus Versehen keinen Pivot Grab. Ich glaube, vielleicht wurde der Pivot Grab machen. Das kann gut sein, ja. Da wurde der Pivot Grab von einem Schein aufgehalten. Also ja, ey, Gorf findet aber allerlei Antworten. Gute FT hier, F-Switch, oder nicht? Das war so ein richtiges Janbo-Brain-Ding. So, ja, F-Smash, so nein, er hat 100 Optionen, die davon nicht getroffen werden. Fand ich gut. Ja, wirklich, da fühle ich mich wieder wie zu Hause. Ja. Da hätte er aber safe F-Smash. Auf jeden Fall, der hätte F-Smash machen müssen. Sogar. Ja. Manchmal muss man Janbo-Pilz sein. Also, das musst du diesen Fools mal beibringen. Jab, Down-Air. Sicher, er geht für Down-Air. Ich frage mich, aber Gorf. Aber es funktioniert, Digga. Wenn es funktioniert hat, dann werde ich es auch nicht kritisieren. Ich würde da immer für den Counter gehen, weil der Gegner ja Down-Air attacken kann. Ja, ja. Das, also da wäre ich auch für Counter gegangen. Aber ja, totgleich, keine Frage. Ja. Der ebene Stefan, wenn du so willst. Der ebene Stefan. Oh, die Double Laser von der Let's Golf macht auch nichts anderes. Die Double Laser von der Let's sind auf jeden Fall die Golfs Option. Ja. Und Golf hält sein Spacing. Ja. Er gibt immer ein bisschen Stage auf für dieses so Neutral Pacing Control. So, er geht halt ein bisschen unter die Plattform, was er mit Falco. Das war sick, Digga. Das war sick von Sam. Dang. Einfach geredet mit dem hinteren Hit von der Neutral Air. Ja. Nice. Das ist schon nicht schlecht. Kommt er wieder sicher auf die Stage zurück. Und ja, er probiert immer diese Laser und das war's. Und das ist das Mein Gott. Er gönnt sich die Down-Air. Und endlich kriegt er die Down-Air, nachdem er fünf Matches lang gesucht hat. So. Die nicht mal nötig gewesen wäre, weil Falco auch einfach gestorben wäre, aber er hat die Down-Air getroffen. True. Das ist auch ein Statement. Ja, definitiv. Das war halt wahrscheinlich auch einfach nochmal, um die Confidence zurückzubekommen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Maske. Ah, okay. Achso. Ja. Ist es irgendwie ein komischer Sound oder geht's? Stimmt, vorhin mit Kumori habe ich auch ohne Maske gemacht. Okay. So, wir gehen auf Dreamland. Natürlich der Standard-Counter-Pick gegen Marth, eigentlich für so gut wie jeden Charakter. Ja, auf jeden. Wir sehen es eigentlich immer wieder, dass Marth auf Dreamland gecounterpickt wird. Von Sheik, von Fox, von Falco, ja, von Pete, von Puff, ja. Der SD, das ist. Aber ich kenne einen Marth-Main, who begs to differ, nämlich Arthur. Arthur leider nicht hier heute, er wollte Double Twin spielen, aber er ist, glaube ich, noch ein bisschen krank. Er ist morgen für die Playoffs hoffentlich wieder da. Ja. Er ist jemand, das ist seine Lieblingsstage tatsächlich. Echt jetzt? Er wird immer dahin gecounterpickt, aber er sagt, er liebt es. Er liebt den vielen Platz, er liebt, dass es so ein bisschen FD-mäßig in der Mitte ist, gegen Spaces vor allem. Ja, auf jeden. Also ich muss auch sagen, also gegen Fox mag ich es auch gar nicht, muss ich sagen. Gegen andere Leute auch. Oh! Ist aber meistens gar nicht so schlimm. So. Also manchmal finde ich zum Beispiel irgendwie so, gerade gegen Falco oder so, finde ich zum Beispiel FOD manchmal schlimmer. Weil die Plattformen richtig eklig sein können. Aber Falco hat sie auch, weil er nicht mehr so gut lasern kann manchmal. Ja, auf jeden. Jetzt erinnere mich natürlich der Marth und der Falco in diesen exakten Farben erinnere mich an eine Sache, nämlich Ken gegen PC Chris. Oh damn, Alter. Meine Frage ist jetzt, wir reden hier gerade von 2006 oder 2022. Würdest du sagen, dass diese beiden Spieler, Amateur Dragon Grand Finals in Berlin, besser sind als Ken und PC Chris damals? Nee, das würde ich glaube ich nicht. Würdest du nicht sagen? Weil ich denke mir manchmal so, was die so teilweise für Follow-ups machen, das ist schon besser so. Ja, aber dann passiert auch sowas. Fair, ja, auf jeden Fall. Die sind weniger versierte Spieler so, aber ich glaube so, was so die Gameplans angeht, irgendwie haben die es mehr figured out. So, ja, auf jeden. Also ich glaube, sowas ist auf jeden Fall schwer zu beantworten. Ja. Aber das sind so Gedankenspiele, die ich immer durchspiele. Ja, natürlich. Weil ich seit 15 Jahren, 16 Jahren spiele. Ja, ja. Ich meine, ich bin ja auch schon. Ja, man kann die Luma besiegen, ich glaube nicht. Da hat Luma gegen Magic verloren, der ist im Winners Final. Vom Main Bracket. Okay. Main Bracket. Und es ist nach wie vor totgleich, Jan, wo wir sehen hier eine Situation, die einige mit einer Situation vergleichen würden. Ja, nachdem 3-0 von John Wayne im Winners Final, das 3-0 von Gorf im ersten Set. Jetzt sind die beiden in Final Form. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt haben sich beide hier warm gespielt und jetzt schenken sie sich nichts so. Das stimmt. Also außer Gorf eben im ersten Song. Aber da reden wir nicht mehr drüber.
Diese Air Dodge ist on Stage von Sam. Sorry, ich muss kurz gehen. Das war ein langer Tag. Ja. Diese Air Dodge ist on Stage von Sam. Und zum Recovern. Durch die ist Goff noch nicht so richtig schlauer geworden. Ja, aber jetzt hat er hier einen Grab gekriegt und schön drei Abwehrs hinterher. Aha, und es ist nach wie vor so even. Aber ja, da ist er tot. Goff hätte da einfach rollen können, hat sich für die Backer entschieden, aber das macht er auch die ganze Zeit gegen Sam, ne? Manchmal, also das war gerade eben unnötig, das hätte ihn halt auch kosten können. Oh shit! Falkos Abwehr ja, okay. Hat leider die größte Hitbox aller Zeiten. Also ich muss sagen, ich nehme meistens, wenn ich weiß, dass die Rolle geht, nehme ich meistens auch die Rolle. Ja, voll. Ist halt einfach. Warum soll ich irgendwie riskieren, dass der Gegner dann noch wieder zurückkommt? Voll. Wenn ich nicht sicher bin, ob er vielleicht noch raufkommen könnte, mache ich einen Getter-Attack, damit ich ihn setupen kann für das nächste. Auf jeden, das mache ich auch. Gerade mit Marth ist das halt gegen Spaces auch gut, weil die dann ja teilweise runtersliden, wenn du. Oh mein wieder Gott! Wieder der Air Dodge! Oh und wieder Gott. Kostet Goff der Air Dodge dearly, Dicker. Aber. Ey. Junge. Sams Air Dodge on Stage sind so fucking klasse. Goff konnte bis jetzt nicht herausfinden, was er dagegen machen kann. 69 hier von Sam. Jetzt nicht mehr. Oh! Das könnte schon gewesen sein. Ja, Mann, Sam hat seinen Sprung geburnt. Oh shit, den macht er viel zu spät. Ja. Eine Sidebeat zu viel. Goff jetzt. Tournament Game für Goff. Wenn er das gewinnt, stimmt, dann hat er das Turnier gewonnen mit Bracket Reset. Damn, das wäre schon sick. Nachdem er 3-0 wurde. Das ist krass. Das ist schon krass. Dang. Wie hype ist dieses erste Set, was wir im Stream schon haben? Ja, das ist halt schon echt nice. Wow. Aber er ist halt auch das Grand Finals vom Amateur Bracket. True, oder? Muss man sagen. Jojo hat sich auch in die Crowd gesellt, natürlich. Ja, die Crowd wird immer größer. Die Leute haben Bock, das zu sehen. Auf jeden. Zwischen Marius und die Rusty ist so ein bisschen Kälte. Ja, die wollen sich nicht so richtig warm werden miteinander, die beiden. Kein Problem. Ja, so ist das. Dommer hat empfohlen, dass den Spieler einfach Spaß haben. Oh, jetzt kommt der FD. Jetzt kommt der FD-Counterpick. Endlich! In Game 9, nee, Game 7. Ja. In Game 8, oder? Das ist jetzt das vierte und davor in Game waren 9 drei. Ist das. Du hast recht. Ach so, insgesamt, ja, stimmt. Nee, es war 3-0, ne? Ja, 3-0. 7, 8, 9, 7. Das ist jetzt Game 10. Achso, du meinst mit dem Winners Final? Ja, mit dem Winners Final ist das Game 10. Ja, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir es aber, Mathe. Quick Math. Mathe, Mann! Quick Math mit Janbo und Dennis. Let's go. Oh, und schon wieder Goff mit der hohen Recovery. Sam, oh, ready dafür. Aber da richtig schlecht die Eid. Schöne Back Air, ja. Ich habe das Gefühl, die beiden sind irgendwie nicht so richtig ready zu Edgeguarden, wenn die Gegner hoch recovern. Also, wenn Goff hoch recovert, ist Sam nicht ready, was hier auf der Stage natürlich sehr deutlich geschnitten ist, weil hier ist es. Weil jetzt keine Plattform. Genau, so hoch kannst du hier gar nicht recovern. Da kriegst du vielleicht noch einen Follow-up. Marth Killer. Down Air, Double Dip. Er kriegt den Double Dip nicht. Oh, und Sam lebt immer noch. Oh mein Gott, das ist so wichtig für Sam. Und er macht einfach zweimal das Gleiche. Ja, das machen beide zweimal das Gleiche. Das einmal trifft es und das andere das erstmal nicht. Damn, Leute. Ey, was für ein Grand Final. Ich hab Bock. Ja. Oh. Update von Falco auch. Busted. Super Busted Move. Er fühlt sich so unmöglich zu outplayen an, wenn er ihn trifft. Und dann bist du so, und jetzt bin ich im Vortex. Naja. Ja, es ist halt einfach so, das Engel nicht gekriegt. Goffs Upbeat an der Ledge vorbei, ja, den Engel nicht bekommen. Vielleicht zu lange runtergehalten, wer weiß schon, was genau da los war. Es tut mir wirklich leid für den armen Kerl, aber er ist ein Stock hinten. Aber kann er wieder aufholen, ist die Frage. Psycho Update macht das. True. Das ist auch so ein FD-Ding. Auf FD ist der Update halt auch nochmal extra stark, ne? Ich glaube, wenn er Downswish gemacht hätte. Das ist der Stop! Oh mein Gott! Es sieht mir nach Game 5 aus, das Freunde! Sieht sehr nach Game 5 aus. Oh shit! Aber man muss auch sagen, FD. Oh. Und da kriegt er die Dash Attack Down Air Conversion. Sam aus seinem Double Jump rausgebaitet und zack, abgewichst. Ja, einfach kleiner. Da kickst du, wa? Oh, jetzt kommen die Chain Grabs. Oh, der Jump Reset, let's go! Oh mein Gott, jetzt macht er ihn aber schon jetzt ein bisschen kaputt so, ne? Oh, und das. Oh mein Gott, der SD von Sam! Gib dir das Set noch her in letzter Sekunde! Sam war mit dem Kopf genickt. Er wollte zu viel, Digga. Er wollte wirklich zu viel. Er hat also keine Games more to give, ist sein letzter Stock jetzt. Ist so. Allerdings liegt er halt auch vorne, Digga. True. Und er scheint in seinem Kopf zu sein gerade. Und er hat den. Er kriegt einfach. Oh mein Gott, Royzone! War es Royzone oder war es der beste Spot-Dodge der Welt? Niemand weiß es. Beides vielleicht. Vielleicht beides. Oh, da wollen sie Airsplash rippen lassen, aber keine Chance, Goff im Schirm. Und er wollte ihn wieder rippen lassen, aber keine Chance, Goff zu weit weg. Digga, jetzt fällt gerade einfach zu viel Prozente gerade. Jesus Maria!
Oh shit! Und wir sind im Haus Gottes. Oh mein Gott, es mich! Und das ist es jetzt! Let's go, Digga! Wir gehen Game 5! Oh mein Sam Gott. Gegen Goff, Game 5, Grand Final Reset, let's fucking go! Es war ein bisschen zu close so. Voll! Das, damn! Das hätte Sam schon einen Stock früher haben sollen, aber. Manchmal kriegt man die Edge Guards leider nicht so, wie man sie sich gedacht hat. So ist es nämlich, so ist es. Damn, okay. Goff hat einen Kopfhörer drin, einen am runterdangeln lassen. Yo. Was spielen sie? Spielen sie Yoshis? Glaubst du, es geht Yoshis? Weiß ich nicht. Oder gehen sie zurück auf Battlefield, weil Goff Angst vor Yoshis hat? Das ist halt die Frage. Oh shit, die Crowd ist unter... Oh, ja, Battlefield. Sie sind auf Battlefield, ja. Let's go. Scheint tatsächlich Angst zu haben. Ich bin mir sicher, dass er Angst vor Yoshis hat und Sam wieder nach Battlefield, meinetwegen. Ja, egal. Ja. Ob ihm das teuer zu stehen kommt? Ja, wir werden es rausfinden. Vielleicht hat Sam aber auch Angst vor Yoshis. Genug Angst, dass er sich für diesen Gentleman's Agreement einsetzt. Ja, auf jeden. Oh, der Power Shield. Aber es sieht... Es also sieht ich muss auch sagen, gerade so gegen Falco ist Yoshis halt manchmal auch... ein bisschen scuffed so. Ja. Weil Falco da, das ist halt schon so Falco City. Er kriegt die Top-Kills auf jeden Fall, ne? Ja, auf jeden Fall. Oh, und das ist die Down-Air. Nein, der geht nicht für die Down-Air. Oh mein Gott. Er geht Gott. Für die Down-Smash zum Edgeguard, aber verfehlt das Timing. Und oh, das ist der Jab, der ihn teuer zu stehen bekommt. Go! Erster Stock für Sean Wayne in diesem Grand Final Game 5. Holy fuck. Er hat einen schönen, clean Edgeguard gemacht. Ja, Mann, voll. Auf jeden. Diesmal ist er nicht für die Down-Air gegangen, sondern hat sich einfach an die Kante gehangen. Nimmt aber den Stock. Okay, Down-Throw, ja, Up-Throw. Schön. Und er kriegt den Up-Tilt. Ja, er wartet den Shield ab. Und der Phantom Hit, Digga. Ärgerlich. Daran stirbt Sam am Ende des Tages. Ja. Weiterhin sehr, sehr even. Damn. Rein strategisch. Sam will natürlich auf den Plattformen sein, damit er sich nicht mit Marv auf den Boden, Falco auf den Boden rumschlagen muss und die Leute die ganze Zeit rumfliegen. Aber ja. Sam kriegt die besten Openings aus dem Grab, selbstverständlich. Deswegen ist es irgendwie schwierig für ihn, die Prioritäten hier zu setzen. Aber... Er konnte den Falco auf die Plattform zwingen und das ist natürlich gut, weil er will, also als Marv willst du eigentlich so gut wie immer unter deinem Gegner sein. Definitiv, ja. Vor allem gegen Spaceys, gegen Fastfaller, du hast es so leicht, den Gegner zu juggeln. Oh, der Jab war nicht genug wegen dem Mitschorten von Goff. Ich glaube, wenn er noch den zweiten gemacht hätte, hätte der vielleicht getroffen. Weil ich bin mich 100% sicher. Ich meine, dass du zweimal, wenn du mit Marv zweimal Jabs, kannst du, glaube ich, vieles covern. Ja. Also mehr als halt mit Marv. Das ist der Stock! Das war der Stock, Digga! Dang! Goff jetzt in Führung hier im letzten Game. Und Goff auf 125, ist es schwer für ihn, also es ist schwer aber für Sam, ja, den Stock das zu ziehen. Aber, weil er rollt viel zu früh! Viel zu früh, Digga! Die Panik! Oh mein Gott! Macht nichts, Digga! Er smasht ihn einfach. Er smasht ihn einfach. Das ist der Sam, Digga. Das ist der klassische Sam. Du denkst dir immer so, so blöd kannst du gar nicht denken, wie Sam dich kriegt, weißt du? Ja, okay. So ist es, wenn du gegen ihn spielst. Weißt du, du denkst, du hast gerade den Safe Edge Guard, den er hatte, den hast du überlebt. Aber oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, beide so Spaghetti ist unter ja, der letzte Stock, aber beide richtig die Nudeln am Aufservieren. Ja. Und das ist die Down-Air und aber ist. Au, wie was? Sam wurde gephantomt von dem Laser? Was? Aber Goff kriegt die F-Smash. Sam kommt ja, gierig mit der Nair rauf und das ist Sams letzter Stock im Turnier. Einfach. Oh, der Double Shine hier. Ja, und da war ja im zweiten Stein stuck, aber Sam war nicht ready, ihn zu punishen oh, dafür. Oh, schön Shield Drop. Kriegt die Abwehr nicht. Oh, Goff hat Momentum des Todes, aber oh, Sam... Hinter und F-Smash. Sam haltet das ganze Momentum mit einer F-Smash. Oh, Digga, aber jetzt... Oh, shit, Goff wollte fancy gehen. Er wollte fancy gehen. Oh mein Gott, die F-Smash. Und es ist last stop, Game 5, Grand Final Reset. Possible für Sam, Digga. Oh mein Gott, und die Crowd dreht komplett am Teller. Digga, jetzt kommen die Chants hier. Goff und Sam Chants aus beiden Richtungen. Niemand weiß genau, wer der Favorit ist. Die beiden liefern sich Digga, wirklich alles. Oh mein Gott. Und Sam kommt wieder mit der Nair hoch. Oh mein Gott. Let's go, Digga. Kriegt die ab, er kriegt noch eine Abwehr und kriegt die Backer reingedrückt. Okay, Sam jetzt on his last legs. Und das ist es. Goff holt sich das Grand Final im Amateur-Bracket. Definitiv. Nach dem 3-0 Reset mit einem 3-2 gegen Sean Wayne. Ich würde sagen, Sam ist ein bisschen zu früh gesprungen gerade. Ja, voll. Ja. Er hätte noch mal mit der Up-B Richtung Stage angeln können. Er wäre ja, vielleicht mal draufgekommen. Das auch, ja. Ja. Aber er hat sein Double Jump halt auch schon über der einen Side-Plattform von der Höhe her. Ja.
Vielleicht, also sicher ist das natürlich auch nicht. Und Goff kriegt von allen Seiten Umarmungen. Auf jeden. Das war die New Generation gegen die Old Generation gerade. Und die New Generation prevents.